So, weiter geht es und endlich wieder mit Musik. Und zwar letztes Mal hatten wir ja den Fehler, oder hatte ich den Fehler gemacht, keine Musik zu haben. Ich gucke mal gerade was, mal ein bisschen anders hier einstellen. Genau. Super. Oh, ein bisschen lauter gemacht hier mal für meinen Kopfhörer, mal einen Ton. Ein bisschen auch die Musik genießen nebenbei. Wir wollten Treppen machen. Treppenstufen, eher gesagt. Und zwar machen wir da gleich mal 5 Stück jeweils. Also da sind dann 20 Stück, müssen das werden. Genau. So. Das der bauen wir dann jetzt hier weiter. Hier wollte ich dann eigentlich das dahin bauen. Dann kommt hier wieder das hin und ab hier wird das dann wieder den Regalen und so weiter gehen. Und hier werden dann der Schacht sein für die Treppen. Das zeige ich euch gleich noch. Okay, ein paar Treppen. Aber brauchen wir aber ein paar Stickies. Oder mal ruhig eine Handvoll. Wir haben ja genug Holz. So, so, so. So, so. Und so. Dann machen wir da ruhig mal, ja, 15 Stück, das ist in Ordnung. Brauche ich noch mal Kohle, dass wir wieder ein paar Fackeln machen. Die sind gerade alle in Benutzung. Bevor wir das hier aber machen, werde ich die Wand hier noch mal für Koppel tauschen. Soll ja schon einheitlich sein. Okay. Dann sammeln wir mal wieder was schnell auf. Ach Mist. Das wollte ich nicht. Den wollte ich da nicht hinbauen. Nee, nee, nee. Glaub mir. So, jetzt kommen die Treppen hier hoch. Aber da baue ich erst, oder? Wir haben den Tag genug. Wir wollen ja was riskieren. Oh, rein theoretisch müsste ich dann unter der Mauer rauskommen. Okay. Buddeln uns langsam nach oben. Auf der Hoffnung, dass wir das Tageslicht wieder entdecken. Wir graben und graben. Ups. Also der muss da wieder weg. Mit der Schaufel. Ja, mit der Schaufel geht das auch. Und zwar müssen wir doch hier wieder ein Koppel hinbauen. Genau. Jetzt kommt die Leiter hier hin. So. Okay. Ach, das Stein. Nee, Leute, wir sind genau unter der Mauer. Ja, genau unter der Mauer wollte ich eigentlich nicht sein. Okay, da müssen wir uns jetzt was anderes einfallen lassen. Und zwar, zack, dunkel. So, dann bauen wir uns jetzt erstmal die Leitern hier ab, würde ich wieder sagen. Oh, pass auf. Wir machen das anders. Wir machen das so. Dann graben wir uns noch einen rein. Das sieht dann auch viel besser aus. Wenn wir dann hier lang kommen, nämlich, das ist mir auch so gerade aufgefallen, dann sieht das so aus, als ob das der Weg quasi nach oben oder nach unten ist. Und nicht so wie so eine weitere Einbuchtung hier für Truhen. Das heißt, die kommen nochmal weg. Die dahinter auch, damit das dann wieder, wie gesagt, einheitlich aussieht. So. Schön. Oh, pass auf, wir stellen uns hier unter und buddeln dann nach oben ruhig, was das Zeug hält. Und dann fallen die Leitern auch gleichzeitig mit ab. Das geht ein bisschen schneller. Okay. Dann stellen wir uns hier unter, graben uns hoch. Blöd ist jetzt nur, wenn dann da irgendwie so ein Raum ist, wo dann ganz viele Monster rauskommen plötzlich. Das glaube ich aber nicht so viel sein wird. Okay, da kommt jetzt das hin. Klapp, klapp. Das heißt, das wird dann, wie ich schon gesagt hatte, das wird dann in der Mauer sein, der Aufstieg und der Abstieg.
Und das sieht hinterher auch bestimmt richtig nice aus. So. Super. Boah, jetzt müssen wir den Boden hier nicht vergessen. Und hier können wir dann anfangen, die Leitern dran zu bauen. Ich glaube, wir müssen uns aber auch noch welche bauen. Ach, Quatsch. Da müssen wir wieder aufpassen. Und zwar die Leitern, wie ihr eben gesehen habt, die werden wahrscheinlich bis oben zur Decke nicht reichen. Okay. Okay, die kriegen wir auch noch weg. Ah, wir haben Licht. Ja, wir haben Licht. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Dann würde ich sagen... Oh, das ist eine Spinni, die feindlich gesonnt ist. Ja. Die hat uns angegriffen, die ist feindlich. Obwohl es voll hell ist, aber naja. Ich sag mal nichts. Komm her! Komm her, du Spider-Man. Möchte gern Spider-Man. So, was hast du jetzt nun davon? Möchte gern Spider-Man. Hier wollte ich eigentlich das sowas hier vermeiden. Und zwar die letzte Stufe mit Rasen behalten. Dass das nicht so nach Abstieg hinterher aussieht. Na gut, ich meine mal, wenn das hinter in der Mauer drin ist, wird das eh keiner mehr sehen. Aber ich wollte das dann schon dabei belassen. Okay, da haben wir noch drei Stück nur noch. Zwei, drei. Den letzten Stück müssen wir erstmal springen immer. Jetzt wollte ich gucken, ob wir das von der anderen Seite sehen. Nein, dann können wir nämlich hier zumachen. Nehmen wir noch die Fackel mit und dann machen wir hier die Sachen zu. Weil wir ja dann einen Abstieg und einen Aufstieg haben. Kobbel, nehmen wir auch Kobbel ruhig. Wir haben eigentlich genug, weil der muss zu werden, würde ich sagen. So. Und es wird wieder schnell dunkel irgendwie. Irgendwie viel zu schnell, oder? Komm, dann gehen wir aber mal schnell pennen, dass wir das dann vielleicht noch schaffen. Dass wir nicht wieder warten müssen, bis die Monster weg sind. Und die Musik muss ich wieder abschalten. So. Okay. Dann haben wir die Nacht auch erfolgreich bestanden. Seht ihr, hier haben wir noch eine Leiter. Kann ja mal so ein bisschen was mitnehmen. Da haben wir noch einen Stock, den wir gut gebrauchen können. Wir können auch gleich mal gucken, ob unsere Feldarbeit in der Zeit schon gewachsen ist. Oder ob sich gar nichts im Endeffekt getan hat. Gucken wir mal. Denk mal, da gehen wir jetzt doch das erste hin. Naja, die Villager. Die haben es hier bald gut. Ich baue hier die Stadt. Die ultimative Stadt für die Villager. Ja, da kann man mit protzen, dass das die ultimative Stadt ist. So. Okay. So. Jetzt brauchen wir noch einen neuen Stack-Koppel. Am besten können wir den hier gleich zusammenfügen. Und oben kommt dann eine Schicht Erde hin. Also die beiden müssen jetzt wieder weg. Aber jetzt zu schnell wieder. Da kommt gleich eine Erdeschicht hin. Und dann müssen wir mal gucken. Am besten muss ich gucken, wo wir die Erde hernehmen. Also ein bisschen ist was gewachsen bisher. Boah. Gucken wir mal. Bisschen orientierungslos gerade. Okay, da haben wir noch eine Leiter. Seht ihr? So kommen wir zu unseren Leitern. Da haben wir noch mal ein bisschen Eichenholz. Haben wir so alles verstreut. was wir auch machen können, ist ab und zu mal einen Baum pflanzen, dass wir auch noch ein bisschen Holz nebenbei kriegen. Weil irgendwann werden wir dann da stehen und kein Holz mehr haben. So, stellen wir hier mal ein paar Bäume hin.
Okay. Normalerweise müsste ich auch irgendwo hingehen und so einen Berg abgraben. Eigentlich müsste ich hier weitermachen. Vielleicht kann ich das jetzt auch machen. Mal eine Abwechslung. Mal am Tage wieder graben. Versteht ihr? Dass wir genug Erde haben. Wir müssen einiges zuschütten und wir müssen unten für das Lagerhaus brauchen wir bestimmt auch noch welche. Gehe ich mal stark von aus. Und dann können wir doch hier ein, zwei Folgen ruhig mal Erde holen. Und in der Zeit kann ich vielleicht mal was ansprechen. Und zwar mein DVDs, die ich ja schon mal darauf angesprochen hatte. Mich hatte nämlich jemand mal Privatnachricht geschrieben, wann das mit dieser DVD-Aktion denn, also Aktion würde ich schon sagen, mit dieser DVD-Reihe losgeht. Weil ich habe ja einige DVDs, die ich dann halt gerne zeigen würde. Und auch Tipps geben würde, Kritiken äußern und etc. etc. Vielleicht mache ich auch das gleiche mit Spielen, dass ich auch meine Spiele zeige, obwohl ihr die ja so kennt, aber halt von welcher Version ich habe und so. Muss ich mal sehen. DVDs kommen auf jeden Fall. Spiele weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn ihr möchtet, mache ich das. Ansonsten überlege ich mir das Ganze mal. Und die DVDs weiß ich noch nicht genau, wann sie starten, aber die würde wahrscheinlich nicht mal so lange dauern. Die müssen ja auch vorbereitet werden, die Parts jeweils. Okay. Pass auf, wir gehen mal... Na, Chickies. Quack, quack. Okay, wir gehen dann mal. Machen erstmal das Loch hier zu. Viel Erde haben wir ja nicht bekommen, aber es reicht erstmal. Immer einer, der übrig bleibt. Immer einer, wo ich zu schnell bin. Okay. So, dann ist das Loch auch Geschichte. Super. So, jetzt kommt das hier hinten dran. Das nicht, das wollte ich gerade zuschütten. Wo wir immer runtergehen. Das bleibt erstmal offen. Okay, da haben wir schon wieder die erste Erde etwas weg. So. So, dann haben wir den hier auch fertig. Und jetzt würde ich sagen, damit wir das hier oh, da ist ein Baum gewachsen. Damit das hier endlich verschwindet, würde ich sagen, machen wir jetzt auch jetzt hier endlich eine Erdeschicht drüber. Und dann hat sich das Ganze. Das wollten wir eigentlich schon vor 10 Folgen, glaube ich, machen. Und bin nicht dazu gekommen, weil immer wieder was anderes. Ich denke mal, das machen wir jetzt zuerst fertig. Okay. Aber schön, dass der Baum da gewachsen ist. Dann kann ich den gleich auch wieder fällen. So, das da unten sammeln wir natürlich gleich auf. Das ist kein Thema. Gut. Oder schlecht, je nachdem. Dann ist das Loch auch gleich zu und dann können wir mal gucken, was wir weiterbauen. Also ich möchte schon gerne unten irgendwie das Lagerhaus fertig haben, nur allerdings möchte ich euch das nicht anmuten die ganze Zeit. Gucken wir mal. So, dann sammeln wir mal das hier unten ein, ruhig. Okay. Dann können wir den hier oben auch zumachen. Okay, eine Sache haben wir wieder geschafft. Ja. Gute Frage. Ich demonstriere jetzt mal kurz was, weil ich muss ja hinterher auch gucken, wie dick die Mauer werden soll. Vor allen Dingen mit dem hier jetzt, mit dem Loch hier, dass wir das vielleicht auch noch größer bauen können. 1, 2, 3, 4. Vielleicht dahin, dass man hier einen Dreier hat. Ich überlege gerade, ist das nicht zu weit raus? Doch, geht. Gut, hier machen wir dann die Mauer hin zum Beispiel, dass ich das jetzt schon mal hier grenze. Okay, dann kommt das auf der gleichen Seite hier hin. Und hier kann ich euch zeigen, wie das jetzt geht, an der Ecke lang. 1, 2, 3, hier müsste dann der sein. Und hier führt man dann halt weiter. Der hier kommt wieder weg, der war Mox. So, hier kommt dann quasi die Ecke hin, wo dann so ein Wachturm hinkommt. Ich weiß mal noch nicht wie, aber da wird auf jeden Fall einer hinkommen.
Okay. Oh, dann bauen wir mal ruhig. Wir haben jetzt genug Kobbel. Wir müssen auf jeden Fall ein Stack mindestens übrig lassen erstmal. Ich meine, wir kriegen da unten ja zwar viel, aber wir brauchen die hinterher, falls man da wieder dieses... Ich wollte ja den Fußboden, die Decke wollte ich ja machen für das Lagerraum. Und dann sollte das eigentlich auch schon genug auf Vorrat bleiben. So, mit Gothic 1 Soundtrack im Hintergrund. Nicht schlecht, das Spiel. Ein Spiel, was ich so oft gesuchtet habe, wo ich eigentlich das ganze Spiel auswendig kenne. Ich weiß alle versteckten Sachen, das ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich das jetzt so sage. Wenn, dann wundert es mich eigentlich. Das ist so ein geiles Spiel, da kann man nichts zu sagen. Und das werde ich auch noch let's playen, auf jeden Fall. Also da stellt sich nichts in den Weg, also... Überlege gerade. Normalerweise müsste man doch hier dann hier sagen, komm, die Mauer wird doch hier reingebaut, oder? Gute Frage. Ich überlege gerade. Lass mal erstmal, ich baue erstmal von der anderen Seite weiter. Ich bin mir da noch nicht schlüssig. Ich müsste da jetzt überlegen, was oder wie das dahin soll. Und da zerbreche ich mir dann später mal den Kopf drüber. Wir wollen das ja optimal haben, die Stadt, ne? Weil, ganz ehrlich, ist auch ganz schön groß, die Stadt. Okay. Ich denke mal, wir haben 17 Minuten. Wir machen heute mal ruhig eine längere Folge, denke ich mir mal, oder? Zwar nicht so viel länger, aber etwas geht ruhig. Etwas geht. Okay. So. Das gleiche führen wir jetzt wieder zurück hier. So. Super. Und noch einmal. Dann haben wir es, ne? Genau. Dann haben wir die Höhe erreicht, die wir wollten. So, seht ihr? Jetzt haben wir... Es geht eigentlich recht schnell alle, wenn wir die... Mauer bauen. Geht das recht schnell alle. Und ja. Okay. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, was ich mir noch so gerade durch den Kopf geht. Mit dem Rest 46 hier bauen wir dann vielleicht nochmal die Markierung weiter. Dass wir dann halt wissen, wo lang. Wird nämlich jetzt auch wieder dunkel, wie ihr merkt. Okay. So, zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Dahin, dahin und dahin an. Dahin ein. So, jetzt hopfen wir hier rüber und jetzt gehen wir mal schnell pennen, bevor es die Monster angreifen. Und dann war es das auch für die Folge wieder. Ich dachte eben, da kommt schon jemand und greift mich an. Okay, dann legen wir uns hier mal hin. War zwar jetzt nicht so eine längere Folge, aber eine etwas. So ein, zwei Minuten waren das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.